jährlich wird dort das traditionsfreie Tennisturnier am Hamburger Roten Baum ausgetragen. Dieses Jahr bereits zum 104. Mal. Rechts vor uns. Das Tennisstadion, auch heute, im Augenblick ist es 25 Minuten noch, haben wir das Turnier jetzt hier immer ganz gut besetzt, das Turnier. Das kann man auch ablesen an den Siegern des Turniers der letzten Jahre. Im letzten Jahr hat der Russe Nikolai Davidenko das Turnier gewonnen, im Jahr davor der Spanier Rafael Nadal, der inzwischen wieder Weltmeisterschaftsführer ist, im Jahr davor jeweils mit der Schweizer Roger Federer Weltmeisterschaftsführer. Der letzte Deutsche, der das Turnier im Roten Baum für sich entscheiden können, das war im Jahr 1993 der Stich gewesen. Boris Becker dagegen, auch gleich in jeder Stellung angetreten ist, konnte das Turnier nie gewinnen. Grund ist ein Sandplatzturnier. Bekanntlich war Boris Becker ja immer nur so richtig erfolgreich auf Rasen und Haarplätzen sowie in Wiesen kümmern. The right-hand side is the largest tennis stadium in Germany, venue of the traditional tennis tournament at Hamburg Roten Baum, which every year attracts the tennis elite of the world, as for example Rafael Nadal and Roger Federer. Tennis stadium. Dort produziert Johannes B. Kerner seine Kerner-Show. Also hier